Einen wunderschönen Tag zu einer neuen Runde The Culling mit Dalukart. Hey Leute, hallo Kunran. So, 170 auseinander. Wir sind Cell und Frieza. Bösewichte. Ersten Generation. Ersten Generation. Ersten richtig. Ha. Gab es in Dragon Ball so einen richtigen Bösewicht? Ich meine Piccolo, ja. Naja, der Oolong, der sich als wildes Schwein verwandelt hatte. Und die aber sind alle Bösewichte eigentlich? Und also, die Red Ribbon Armee mit dem Schwulen, der glaube ich in der deutschen Version gar nicht da war. Gab es nicht General Red? War der nicht eigentlich schwul? Ich glaube in der deutschen Version gab es den nicht oder sowas. Doch. Irgendwie so, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber es gab da irgendwas, was rausgeschnitten wurde bei der Red Ribbon Armee. Wobei ich gerade gestehen muss, ich kann es jetzt nur von den Mangas, da ist er ganz normal drin. Wobei da ist er mehr so, wie heißt das nun mal, wenn Männer so auf extrem pfleglich machen, dass sie sich extrem pflegen? Nein, es gibt einen, der sieht wirklich cool aus, war er halt auch, ja, aber ich hab's glaube ich in... Ja, ich also es gab ja General Blue, General Red, es gab ja alle genau. Farben wie die Power Ranger. Krass. Ihr craftet einer neben. Oh, eine grüne. Phaser. Vielleicht einen schnellen Kill am Anfang holen. Pufferspray, 20 Credits und Alarmgun. Kann für einen Airdrop nehmen. Ja, verkaufst du? Ich hab 42. Ja, ich bin bei 15. Halt mal ausschauen, ob ich vielleicht irgendwie eine rote sehe. Hier oben ist doch gerne mal was drauf. Ja, hier ist nur ein rotes Fass. Hier sind viele Credits, aber im Gold. Gebt uns doch eine rote Kiste. Was ist eigentlich los? Bei zwei Teams und einer schlicht. Links oben Fangcontainer. Und hier noch unglaublich viel Funk auf der Straße. Ja, hier gibt's in den Wäldern, in denen wo halt kein Gebäude ist. Ja. Mal schauen, ob im Haus irgendwas ist. Mhm. War die Satellitenschüssel schon immer so laut? Ich glaube schon. Das einmal okay, Spritze. Hier ist auch ein Schuss. Also in der. Noch eine Spritze. War hier schon immer ein Verkaufsautomat? Ah, stimmt, ist ja praktisch. In dem Gang, wo ich gerade war, ist auch nochmal eine Spritze. Okay. Ich mal nach unten. Das ist so eine richtige Bandage. Habe ich schon. 25 dann da. Also. Ich habe jetzt zwei echte Bandagen.
Ja, dann gehen wir eh in Richtung Brücke da hinten und bis dahin habe ich ja das. Ja. Wollen wir direkt FPS? Ich würde jetzt gar nicht Kalpepper, oder? Ne, Kalpepper ist wenig, aber da ist noch eine Höhle vor. Achso, ja, gut, das stimmt. Noch keinen gesehen. Wann konnte man, also das ist für die Zuschauer jetzt irrelevant, aber ich will die Frage nicht vergessen, wann konnten die Vorbesteller den Demon Hunter spielen? 9. Neunte also ist Dienstag. Wirklich fix? War das nicht der 8? Nee, ich meine, es war der 9. Ziemlich sicher. Da fangen können wir die eh nicht. Nee. Doch weit weg. Ja, weit weg sind wir nicht mehr, aber... Ding ist jetzt schon da. Das stimmt. Noch fliegt sie. FPS war schon einer drin. Ja, oben zur Brücke raus. Ja. Die fliegt immer noch, oder? Wie bitte? Die fliegt immer noch. So richtig scheint sich da keiner hinzutrauen. Ja, ich hoffe, dass sie wenigstens bald aufhört zu fliegen, damit der Sound halt nicht mehr da ist, damit Leute später nicht auf die Idee kommen, noch hinzugehen. Wir können ja meinen Airdrop eben holen und dann. Ja, gehen. Ja. Und Funk. Ich hätte jetzt das rote Fass kaputt machen können, aber dann finden wir einen. Da unten ist ein Funk-Container, zu weit weg. Wegen der Explosion. Jetzt habe ich Funk bekommen. Jo. Hast du einen Bogen? Nee. Kannst du mir ein Satchel machen? Ja. Ich nehme jetzt eine richtige Bandage dafür. Ich habe jetzt leider halt auch nur die eine Nahkampfwaffe. Da will ich jetzt keinen Bogen draus machen. Mach doch einen Bogen aus, dann kriegst meine. In der Zeit halt. Okay. Braucht ihr ja nicht. Ich hab die Axt zu dir rübergeworfen. Die kam sogar gar nicht schlecht. Die liegt genau am Baum. Genau am Baum? Ah, da, ja. Dann gehen wir mal noch in die Mitte. Ja, außenrum fahren wir da wieder. Ich wurde abgeschossen. Ich habe 0 Schaden bekommen. Hä? Weil ich genau in der Sekunde, in der ich auf den Boden gefallen bin, geblockt habe. What the fuck, okay. Mhm. 0 Damage alles bekommen, klar. Keine Rüstung verloren. Alles klar. Da ist er am Cheaten. Hat sie. Haben auch keiner. Also muss eigentlich von weit weg gewesen sein. Ich habe auch keinen Pfeil gehört. Ich habe den Pfeil auch nicht gehört. Ja, wo wurde sie abgeschossen? Oder landen gelassen? Oder ist sie wieder weggeflogen? Keine irgendwo Ahnung. Muss sie ja liegen. Oder, wenn die keine abschießt, fliegt die... Nee, hier, und ist offen. Ist weg. Okay, schade. Schade. Natürlich die Frage, was drin war. And a contestant just died. Play kill. Irgendeinem auf die Mütze zauen, damit du Credits kriegst, wäre ja gut. Oder wir gucken mal, was hier noch drin ist. Vielleicht eine, irgendeine Waffe. T2 oder so. Ja, T2 wäre halt schon brauchbar. Aber ist leer, oder? Ja, ist leer. Lass da hochgehen, in die Richtung sind auf jeden Fall Gegner und die haben gerade entweder gekämpft oder sich Bandagen gemacht. Oder Pfeile, whatever. Halt auf Bäume gehauen. Bestimmt Pfeile. Hier fliegt ein Airdrop. Schnell, aber zu schnell. Uninteressant. Moment, kann das ein Bug gewesen sein? Guck mal, die andere Brücke ist genau an derselben Stelle kaputt. Stimmt. Geht das Ding jetzt einfach kaputt? Geradeaus. Aber nicht mehr weit weg. Da vorne am explosiven Fass.
Hast du eine Bandage noch? Ja. Drop mal, schnell. Der Dynamit. Weit vorbeigeworfen. Noch eins. Der andere craftet gerade. Kundra, nein! Du musst zu mir kommen, wenn du kannst. Nee, kann ich nicht. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Jetzt hast du früher angesagt, dass du läufst. Ich hab doch gesagt, ich bandagiere mich. Ja. Nur der eine wollte zu seinem Mate laufen, weil der sich auch bandagiert hat. Schön. Soll ich noch weitermachen? Ja, mach weiter, komm. Muss gucken, dass du vielleicht ins Finale eingreifen kannst, einfach. Ist schon Finale? Nee, nee, nee. Also, es sind zwei Zweier-Teams noch. Okay, dann muss ich schon, dass ich mir irgendwie an Explosives rankomme. Genau. Weil ich habe ja jetzt mehrere T4-Waffen zur Auswahl. Und dann mich irgendwie noch einmischen kann. Ah, mit T4-Waffen stirbt man so schnell. Also, wenn du die Möglichkeit hast, einen aufgeladenen Schlag durchzubringen, ja, verlierst du so viel HP. Ja. Ah, Mist. Tut mir leid. Nö, nee, der Hammer macht, der macht mehr Spaß. Mit dem Hammer wirkt es irgendwie so, als wenn du viel mehr Schaden. Also vom Feeling her. Ich wollte gerade aber nicht verkaufen jetzt. Das dauert ja ewig. Also den sowas aus Versehen zu verkaufen. Ja, nee, ist schon. Irgendwo, ne, was ist das denn? Das, ja, die haben die für. Nee, aber dann müssen. Was haben die denn da rausgezogen? Da ist kein Recurve Bow drin. Nee. Und da sind keine T4 Sachen drin. Nee. Survival Speer. Der hat einen Survival-Speer gehabt. Ach, wenn er von denen kam? Ja, stimmt. Witzig, du sollst dich noch voll heilen. Ja, stimmt. Hier ist nicht irgendwo ein Mantracker, oder? Mantracker wäre jetzt halt eigentlich Gold wert für dich. Ja, wie viele. Oh, schön. Wie viele leben denn jetzt wirklich noch? Vier neben dir. Also fünf mit dir. Okay, und ein Team ruft gerade noch einen Airdrop. Das heißt, beschäftigt sind ja eh alle noch. Muss ich halt könntest du reingucken kriegen. Wegen. Ja, aber ist zu weit weg vielleicht. Wenn dann was passiert, dann heilen die sich. Ja, du musst sowieso einfach in den Kampf eingreifen. Ja, ich muss aber halt vielleicht noch eine gute Sache finden. Bei mir schwebst du gerade über dem Boden. Jetzt läufst du wieder. Aber den einen habe ich noch gut umgehauen. Ja. Obwohl die da 2-on-1 hatten, hat einer noch gut passiert. Guck mal, da könnte auch noch einer hingegangen sein. Ist das Dynamit? Na, ein Kukri. Oh, von hier sieht's aus wie das Ding. Bei mir sieht man da leider gar nicht. Deswegen hatte ich ganz kurz die Hoffnung, weil das Dynamit ist ja so schmal. Das gefällt mir nicht, Leute. Zu früh. Was ist denn da los? Alter. Nein, sie kämpfen wirklich. Das sind die neuen CS-Sounds. Da sind sie. Ja, aber Alter. Oh, ich hab nur so ein gecraftetes Dynamit, was einen Schaden macht. Und da sind Waffen im Spiel. Okay, jetzt Ausdauer. Komm, 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 komm. Freezer, finale Form! Du musst jetzt halt aufpassen, dass du nicht den Einzelnen tötest. Ich hab keine Ahnung, wer. Die gehören zusammen. Nice, komm, 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 komm! Nein! Nein. Ich hier grad. Nee, er hatte noch 30 HP. Ja, ich weiß, er hat noch Dick Deep, aber. Nein. Aber da habe ich. Ey, das Dynamit hat sogar einen gekillt. Ja, dann habe ich einen getötet. Wer war denn jetzt. Jetzt hätte ich aber gerne gewusst, ob der alleine war, bevor ich eingegriffen hat, gewonnen hat. Könnte man jetzt nachgucken. Also in der Folge. Aufnahme könnte man es nachgucken, ob jetzt der alleine war, dann doch gewonnen hat. Oh, ach, schade. Aber was eigentlich geiles Finale. Das wäre so geil gewesen, hättest du es noch geholt. Das war halt wirklich das perfekte Szenario für dich. Wenn es ein richtiges Dynamit gewesen wäre, hätte er halt dann, Dick Deep. Dann wären die wahrscheinlich alle tot gewesen, vor allem. Ja, Dick Deep wäre dann wenigstens an. Ah, schade. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, vor allem das Ende dann eine richtig geile Runde gewesen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.